Steaks-Videos kommen auf meinem Kanal auch relativ kurz. Das möchte ich ändern, genau in diesem Video. Und zwar einem marinierten Piranha-Steak. Wie das Ganze funktioniert und was ich dort für Zutaten benutzt habe, das seht ihr. So kurios, wie es auch klingt, aber genau das sind die Zutaten, die wir brauchen. Wir brauchen die australische Lumi-Lumi-Marinade. Kann ich wirklich nur empfehlen. Die ist so mega, mega gut. Ein bisschen Soja drin, gehe ich aber gleich nochmal drauf ein. Und dann haben wir hier das Piranha auch liegen von Gourmetfleisch. Schöne Marmorierung. Und wir brauchen logischerweise ein bisschen Salz. Schneiden wir uns erstmal auf. Denn das ist, was ich immer am liebsten mag. Und zwar den Duft vom frischen Fleisch. Das heißt, wenn es auch wirklich gut abgehangen ist, so wie in dem Fall. Ich rieche einmal. Ja, perfekt. Ist halt amerikanisches Beef von Gourmetfleisch. Richtig, richtig gut. Ich drehe es mal so rum. Und da haben wir jetzt auch die Fettseite und die Unterseite. Ich mache jetzt hier erstmal so ein bisschen Sehnen weg. Habe zwar hier schon ein bisschen was weggeschnitten, aber schaut mal hier. Möchte ich euch zeigen. Einmal unter die Sehne durch. Dann habt ihr hier so ein bisschen einfach das Messer ein bisschen nach oben ziehen und schon könnt ihr dann die Sehne wegmachen. Mal gucken, ob ich das da hinkriege. Das ist, glaube ich, schon zu, da haben wir es. Und einfach die Sehne festhalten und wegmachen. Das mache ich jetzt hier mit diesen etwas dicklicheren Haut, auch hier hinten. Und dann kommen wir endgültig zum Marinieren. Und da wir ja marinierte Piranha-Steaks machen, kommt jetzt das Kuriosum. Und zwar, ich schneide hier einfach den Fettdeckel ab. Das solltet ihr, wenn ihr die Piranha halt ganz konventionell grillt, nicht machen, aber das mache ich jetzt in dem Fall schon. Das heißt, ich schneide jetzt hier diesen Fettdeckel halt einmal komplett weg. Das ist mir persönlich zu viel Fett bei einem Steak, beim Piranha selbst geht es halt schon, weil die Garzeit ja etwas länger ist und das Fett sich halt auflöst. Aber das wollen wir ja bei den Piranha-Steaks jetzt nicht haben. Steaks müssen jetzt auch noch geschnitten werden. Das heißt, ich habe jetzt hier oben alles so drauf gelassen. Wenn das jetzt so ein bisschen Fett dran ist, ist auch nicht schlimm. Ich versuche mal so 2 cm vom Fleisch zu treffen. Jetzt schaut euch mal die Marmorierung an. Ich lege euch das mal dahin. Ist das nicht genial? Wir brauchen halt wirklich nur so 2 cm. Und dann marinieren wir endgültig. Machen wir jetzt erstmal das Fleisch hier in die Schale. Hat ja zum Glück nicht so viel Fleisch jetzt da dran. Aber es soll auch komplett ausreichen und ich kann es gerne nochmal sagen, diese Marmorierung ist der Knaller. So, einfach ein bisschen Marinade, also in dem Fall die Lumi Lumi, kann ich wie gesagt nur empfehlen, mega gut. Sollte schon reichen, leicht scharf, ein bisschen süß und sojalastig. Einfach Hände zur Hand nehmen und ordentlich durchkneten, dass überall so ein bisschen Marinade dran kommt und dann lassen wir das tatsächlich nur so Viertelstunde, 20 Minuten ziehen und dann können wir auch schon grillen. Eine Viertelstunde ist jetzt rum. Jetzt nehmen wir Steaks einfach so mit der Marinade aus der Schüssel raus und legen das hier auf das Rost vom OFB. Und der OFB selbst, der hat ja Power ohne Ende. Das heißt, wir arbeiten hier wirklich mit 900 Grad Oberhitze. Habe ich jetzt aber dennoch auf halbe Höhe gestellt von der Hitze. Und dann sollte das nämlich auch ausreichen. Ich mache jetzt hier erstmal 4 Steaks drauf. Genau so, dass sie ungefähr gleich dick sind. Und dann schieben wir sie jetzt in den OFB. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk, einfach die marinierten Steaks da reinmachen. Und dank der Höhenverstellbarkeit einfach an der Seite so ein bisschen nach oben machen und da das jetzt einfach anknuspern lassen und darauf achten, denn die Marinade selbst hat noch ein bisschen Zucker. Bedeutet, man muss jetzt halt wirklich darauf achten, dass das nicht zu sehr karamellisiert wegen dem Zuckereffekt. Das heißt, es wird sehr, sehr schnell bitter. Das heißt, achtet halt immer drauf, wie die Oberfläche sich jetzt gleich so ein bisschen verhält. Wir können jetzt mal einmal kurz nachgucken, dann wisst ihr, was ich meine. Ja, und wenn ihr das schon so leicht karamellisiert riecht, solltet ihr euch beeilen, das Ganze runternehmen. Ja, sieht schon etwas schwärzlich aus. Das liegt, wie gesagt, an dem Zuckeranteil in der Marinade. Und jetzt einfach das Steak nehmen und umdrehen, weil wir haben ja noch eine Seite. Und da das Ganze dann nochmal. Und dann einfach gleich noch ein bisschen ruhen lassen, aber das zeige ich euch gleich. So, jetzt noch 1 Minute ruhen gelassen, das Steak. Jetzt schneide ich es auch mal an. Also wenn ihr das wirklich riechen könntet, das ist der Wahnsinn. Das ist leicht sojalastig, ja. Geht auch mehr so in die, ich sag jetzt mal, Teriyaki-Ebene. Aber ist richtig, richtig genial. Also es schneidet sich auf jeden Fall schon mal hervorragend. Schön aufgefächert. Ja, und dann gibt es jetzt gleich noch ein schönes Tellerbild. Und dann war es das auch schon, das marinierte Piranha-Steak.
Das war's. Das marinierte Piranha-Steak mit Lumi Lumi. Sehr cooler Name, finde ich. Ja, die Marinade an sich selbst mega gut. Geht so in die asiatische Richtung, da es halt so ja, Teriyaki-ähnlich ist. Aber mega lecker. Das heißt leicht süßlich, etwas schärflich, genau mein Ding. Kommen wir dennoch zum Ende zu diesem Video. Falls euch dieses Rezeptvideo gefallen hat, gebt dem Video wie immer einen Daumen. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr unterhalb von diesem Video. Für weitere Tipps und Tricks oder genau dieses Rezept könnt ihr einfach auf tobiasgrill.de nachschauen. Bis dahin.